Ja, Freunde der Nacht, ich habe hier bei mir Matthias Maurer. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns Sehr hattest und gerne, sehr dabei gerne. bist. Wir sind jetzt hier gerade bei dem großen Hera-Event in Darmstadt bei der ESOC. Der Start steht hoffentlich davor. Wir lassen uns mal überraschen, was mit dem Wetter ist. Oder hast du schon Infos jetzt dafür? Ja, wir haben ja hier den Blick auf den Startplatz. Also, das sieht ein bisschen bewölkt aus. Aber gut, ich sage immer, auch wenn es jetzt momentan nur 15% Wahrscheinlichkeit gibt, im Endeffekt brauchen wir 100% genau in der Minute. Genau, es müssen wie immer alle Sachen funktionieren und ja, auf Grün stehen und sauber sein ist nur eine Sache, muss schief gehen und dann wird der Start abgebrochen. Hera ist natürlich ein zweites Event auf die DART-Mission vorher. Was erwartest du jetzt für neue Informationen, die wir da herausziehen dabei? Ja, also gut, mit DART haben wir diesen Asteroiden ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, ein bisschen abgelenkt und stärker abgelenkt, als das eigentlich vorher abgeschätzt war. Das heißt, wir sind alle sehr überrascht und sagen, ui, was ist denn da passiert? Und jetzt wollen wir natürlich hingehen und schauen, was ist genau der Zustand dort vor Ort und welche Masse hat dieses Objekt, was wir da ein bisschen abgelenkt haben, um viel zu lernen. Weil, muss mir vorstellen, wenn wir das Wissen jetzt anwenden wollen, um die Erde zu schützen, bevor ein Asteroid auf uns einschlägt, dann sollten wir das im richtigen Moment richtig antitschen und nicht irgendwie dann so antitschen und es passiert was anderes. Okay, ja, kann ich mir auch spannend vorstellen. Wir hatten vorhin ja irgendwie so, irgendjemand hat den Armageddon-Effekt irgendwie reingebracht. Das ist nicht das, was wir haben wollen, sondern wir wollen es sinnvoll haben, sinnvoll für die Zukunft. Das ist jetzt aber auch kein einmaliges Projekt, was jetzt dort ist, sondern das soll ja, glaube ich, in eine Regelmäßigkeit übergehen. Oder was heißt eigentlich Regelmäßigkeit? Gibt es denn schon ein zweites Projekt? Ja, es gibt ein zweites Projekt. Also zum einen mal ist Bruce Willis in Rente, also auf den können wir jetzt nicht mehr setzen. Deswegen müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Und es gibt eine Folgemission, die heißt Ramses. Und 2029 wird ein Asteroid sehr nah, in kosmischen Termen sehr nah an der Erde vorbeifliegen. Ich glaube, um die 40.000 Kilometer nur. Das ist ungefähr so weit weg, wie die geostationären Satelliten um die Erde fliegen. Also ein Zehntel der Distanz zum Mond. Also es ist verdammt nahe. Er wird aber nicht auf die Erde treffen, das ist schon mal sicher. Also man braucht da jetzt nicht in Panik zu geraten. Aber wenn so ein Asteroid so nah an der Erde vorbeifliegt, dann kann man natürlich auch sagen, okay, diese Chance nutzen wir. Wir schauen uns diesen Asteroiden genau an. Und wir wollen vielleicht noch ein paar extra Experimente da durchführen. Und deswegen brauchen wir die Info von dieser Mission. Genau. Und wenn ihr mehr zu der Mission sehen wollt, schaut mal auf dem Kanal. Wir haben da vor 3, 4 Wochen genau dazu einen Beitrag gemacht und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Dir vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt uns erstmal die Daumen, dass das Wetter besser wird, noch besser wird, weil 15% Optimismus sind 15% Optimismus, nein, 100% Optimismus, Ja. 15% Chance. Irgendwann geht der Lass uns Flieger mal. los und das passt. Genau. Ich musste auch ein paar Tage warten, bis meine Rakete gestartet ist. Ihr seht, also manchmal muss man auch ein bisschen Ausdauer beweisen. Von daher vielen Dank dir nochmal, Gerne. euch viel Spaß und einen tollen Tag.